Let's go. Eines der ältesten Rennen im F1-Kalender. Das ist der große Preis von Spanien. Das Startsignal erlischt und los geht's. Okay, use the deploy. Okay. Ah, warte mal. Das ist unabhängig von dem, oder was? Oder ist jetzt die Prognose basierend darauf, dass ich immer auf Angriff gehe? Let's try and push up. Yep, understood. Wird sich schon irgendwie zeigen. Haben da die Räder blockiert? Yo! Norris auf 6. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Okay, die Prognose ist für dauerhaft Angriff. Danke. Alter. Yo! Das will ich nochmal aus der Außen. Da ist die Wiederholung. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Ja gut, das juckt nicht. Ich will das Hamilton-Manöver aus der Außenperspektive sehen. Sehen wir uns das genauer. Sehen Sie sich jetzt den McLaren an. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns das an. Es ist Lance Stroll. Die Räder haben blockiert, aber das hätte schlimmer kommen können. Das Team ist am Boden zerstört. Ricardo schon dran an Alonso, dem Lokalmatador. DRS enabled. Bro, was? Warum sind wir auf einmal so schnell? Bro, Alter. Bro, was? 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 Die Räder haben wir blockiert. Sehen wir uns die Wiederholung an. Jetzt sehen wir hier den Williams. Da blockieren die Räder. Darüber wird er nicht glücklich sein. Angreifen mit Harten ist auch OP. Name meines Ex-Tapes. Oh, falsches Auto. Ja, wobei, der kann auch mal versuchen, Energie zurückzugewinnen. Yo! Er holt einfach Verstappen. Einfach Verstappen geholt. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Zumindest kurzzeitig.
Leute, ganz entspannt. Wir kriegen das mit dem Management alles hin. Alles gut. Nein! Sehen wir es uns an. Sieh mal einer. Daniel Ricciardo ist hier verbunden. Und es gibt einen Unfall. Das war ein herber Schlag für das Team. Es kann ihre Gesamtchancen wirklich beeinträchtigt haben. Geringer Schaden. Ich glaube, es gab einen Unfall. Wo ist Verstappen hin? Ferrari ist so OP gerade. Red Bull ist weiter vorne. Ricciardo muss es jetzt einsetzen, um die 5 Sekunden zu Joe zuzufahren. Jetzt sieht es ungefähr so aus wie in der realen McLaren-Saison. Tschüss. Passt. Ja, Reifenabrieb ist entsprechend der Dingsbums hier. Der Prognose. Nice. Keep pushing, Daniel. Der hat sich das Rennen halt leider gerade selbst verbaselt, ne? Wir sind halt auch auf harten Reifen unterwegs, also... Alter! So passiert da halt auch nichts. Zweimal 28 Runden mit den Reifen durch. Hoffentlich klappt das dann. Mal gucken. Oh, Sektor 2 ist gelb. Die Räder haben wohl blockiert. Okay, wenn ich so pushe, werde ich sogar bis ungefähr Runde 38 weit kommen. Das ist etwa das, was wir brauchen. Im letzten Stint wird dann nicht ganz gepusht. So, wir sind mal ein bisschen Ressourcen schon da mit Norris. Ja, komm, mit Ricciardo gehe ich auch mal nur auf aggressiv. Mal gucken. Bisschen weniger pushen mit Norris ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann können wir später noch mal mehr rausquetschen aus der Kiste.
Sieht gut aus. Ah, da blockieren die Räder. Oh. Sehen wir mal, was da passiert ist. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf die Motor. Tja, das ist daneben. Die Räder blockiert. Da haben die Räder blockiert. So, vorbei an Stroll und Latifi. McLaren macht eine Position. Nice. Jetzt nochmal kurz pushen, um wegzuziehen. So, Norris safe die Reifen gerade ganz gut. Ricardo kämpft sich gerade wieder näher ran an Albon. Albon. Ah, come on. 13 behind. Kann halt noch mehr saven. Also Norris aus eigener Kraft podiumsfähig ist halt verrückt. Es ist wirklich komplett verrückt. So, wunderschön. Ricardo zieht vorbei an Albon. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. So, Abfahrt. 7,6 Sekunden bis Yuki Tsunoda. Könnte jetzt eigentlich die richtige Entscheidung gewesen sein für Ricardo, dass wir dann jetzt wechseln. Norris ist einfach so nah dran an Perez, obwohl er nicht mal pusht. Die Lücke da vorne ist aber 10 Sekunden, also bringt halt nichts jetzt vorbeizuziehen. Das ist halt jetzt Classic DRS-Train-Geschichte aus F1. Alter, nach Miami, wo wir halt so hart auf die Fresse gekriegt haben, dass wir da so jetzt uns wieder zurückkämpfen können, zumindest mit Norris, ist halt so krass gerade. Ich hätte nie erwartet, dass wir jetzt so gut performen jetzt, ne? Das ist unglaublich. Hast du das gemacht? Hast du schon Upgrades auf dem McLaren? Also, alles, was wir am Ende der letzten Folge hatten, ich habe jetzt, glaube ich, nicht so gigantisch viel gemacht eigentlich. Kann sein, dass ich mich gerade täusche, aber irgendwie sind wir gerade richtig krass unterwegs. So, Ricardo kriegt jetzt nochmal den Giga-Push. Norris ist einfach so nah dran an Perez, es ist unfassbar. Nichts verraten, was? Resultate in Miami verraten wir nicht. Oder gab es zwischenzeitlich einen Patch? Nicht, dass ich wüsste. Also wenn, dann müsste er wahrscheinlich da aufgelistet sein auf Steam. Wäre denkbar, aber I don't know. Vielleicht, ey, einfach guter Tag für Norris, ey.
Leute, wir spoilern Miami nicht. Bede, vielen Dank für den 12. mit Prime. Hey Dave, gib mir nach dem Urlaub nun deine F1-Manager-Serie. Mega schön zu sehen, wie du dich immer wieder neu erfindest. Die Einspieler sind mega gut. Weiter so, mein Guter. Ehre. Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass die gut ankommen. Bei einem Teil nicht ganz, der Leute, aber bei einem Teil anscheinend sehr, sehr gut. Merci, mein Lieber. Tim, vielen Dank für den Prime-Sub, auch dir. Ehre. Merci, Leute. Wer das Miami-Ergebnis unbedingt nochmal wissen will und dem es entfallen ist, der kann ja in die letzte Folge reinschauen. Ansonsten heißt's, wie bei Flair, wir reden nicht drüber. So, Ricardo auf weniger als 3 Sekunden jetzt schon rangekommen. So, Reifen können wir jetzt pushen, wie wir wollen. Dafür spare ich jetzt mal ein bisschen Sprit. Verstappen jetzt auch in der Gruppe. Zwei, drei Rückstand von Ricardo. Wie viel näher kommt er jetzt? 1,4 pro Runde zu Mick Schumacher. Bro, die sind alle schon an der Box. It's hammer time, Lando. Jetzt geht's halt wirklich ab. Wie hat Leclerc die Mediums so geschont wie... Okay, gut, ich pushe ja maximal durch. Sainz auf frischen Mediums. Was hatte der denn davor? Sainz wird 2 stoppen. Oh, Ricardo vorbei. An Vettel. Der muss jetzt ran an Yuki Tsunoda und dann kann er wieder ein bisschen schonen. Lando Norris hat einfach Verstappen aus dem DRS-Fenster gekegelt, ey. Alter. Was ein Junge, ey. Na komm, Ricardo kann jetzt mal ein paar Runden ein bisschen safe machen. Führungskilometer gleich. Jetzt sind Führungskilometer, Leute. Sehen wir uns das genauer an. Wir sehen nochmals Sebastian Vettel. Ja, da passieren wir. So, mit Norris pushen wir jetzt volle Kanne durch. Wird Ricardo nächste Saison entlassen? Nö. Also entlassen werden kann er ja nicht, weil sein Vertrag nächste Season ausläuft. Definition von entlassen wäre ja, dass wir ihn nächste Saison rausschmeißen. Mal gucken. Das war eine neue schnellste Runde, Lando. Ja, dann Mick. Ich wollte gerade sagen, meinst du den Mick, aber das war Magnussen. Oh, es gab einen Dreher. Norris baut den Vorsprung zu Perez, glaube ich, immer noch weiter aus. Der Boy ist halt so am Upragen hier. Der reißt hier so hart ab gerade. Das wird P3 für Norris. Ich lege mich jetzt schon fest.
Wenn er jetzt keine Fehler macht, wird das P3 für ihn. Und Ricciardo könnte noch in die Punkte. Wobei, Sainz muss nochmal in die Box. Ja, wobei, die müssen beide nochmal in die Box. Wobei, die werden uns dann wahrscheinlich holen im letzten Stint. Ja, mit Ricciardo, wie gesagt, saven wir jetzt erstmal ein bisschen. Norris reißt hier wirklich gerade einfach nur noch ab. So, jetzt Ricciardo. Push, 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 push. Jo, Ricciardo hatte einen Crash. Hamilton und Perez fighten. Let's go, Lando. Daniel. Ja? Come on, die Alpha Tauri-Wand. Die müssen wir durchbrechen. Das wäre ein geiles Manöver gewesen. Schade. Schade, kein Manöver bis jetzt von Ricciardo. Enttäuschend. So, wir nutzen jetzt das DRS und den Windschatten von Charles Leclerc. Ferrari rückt um eine Position. Eine Runde pushen, um zu sehen, ob ich so dranbleiben kann. Dann gehen wir eine Stufe runter mit dem Sprit. Gucken, ob wir dann so dranbleiben können. Sieht eigentlich ganz gut aus. Gasti an der Box. Nice one. Finally. Wir pushen weiter, um hier wegzukommen. Kontrolle verloren und da ist der Dreher. Speedalas gucken wir uns gerne mal an. Sehen wir uns das an. Es ist Lance Stroll. Oh je, oh je. Alles so. Der Wagen ist außer Kontrolle. Bro, come on. Die Wiederholung. Sieh mal einer. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Ein bisschen zu stark gebremst und schon blockieren die Räder. Ah ja. Alter, was Sehen machst du denn? Sehen Sie sich jetzt den McLaren. Ein Ausritt. Nicht gerade Grund zur Freude. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir, dass es sie nicht allzu sehr zurückwirft. Die Räder blockieren und der Wagen fährt geradeaus. Jetzt ist da halt echt der Wurm drin, ey. Name meines Ex-Tapes.
Ich lasse jetzt Ricardo einfach nur fahren. Ohne pushen. Wir holen ihn jetzt in Runde 38 oder 40 oder so rein. Aber wir achten jetzt nicht mehr so konkret auf Ricardos Rennen. Voller Fokus darauf, Norris hier aufs Podium zu kriegen. Du Sau! Wow, Alter. 2 Sekunden hat er mich gekostet. Ach Gott. Ja, umso mehr du die Fahrer pushen lässt, desto mehr Fehlerpotenzial. Dann wissen wir, dass wir das bei Ricardo vielleicht nicht ganz so machen. Bei Norris können wir das aber wohl machen. Der zieht hier gerade richtig durch. Da blockieren die Räder! Sehen wir es uns an. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Hans. Die Räder haben blockiert, aber das hätte schlimmer kommen können. Ich liebe dieses Lied einfach. Und das Team hatte so große... Ja, der Sprit ist kein Problem. Das werden wir noch im Laufe des Rennens alles hinkriegen. Bro, schon wieder. Ah, da blockieren die Räder. Sehen wir uns das genauer an. Sieh mal, einer Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Ah, und da blockieren die Räder. Na, das kann man ja gar nicht gebrauchen. Habe auch schon überlegt, ob ich Ricciardo nicht einfach aus dem Rennen nehme. Das kann dich. Das kann halt einfach nicht dein Ernst sein. Wie schlecht willst du fahren? Ja. Abstand, by the way, von Norris zu Perez immer noch ungefähr 23 Sekunden. Ich meine, jetzt pusht er ja nicht mal. Ich verstehe, dass er mehr Fehler macht, wenn ich ihn pushen lasse, aber der pusht jetzt ja nicht mal. Ich hole ihn doch in dieser Runde rein. Okay, das war ein Ticken zu spät. Das ist nicht sein Tag, das ist exakt richtig, leider. Dafür Norris halt umso besser. Also, ich sollte mich eigentlich freuen, weil wir gerade auf Kurspodium sind. Aber das mit Ricardo ist so ernüchternd gerade, dass ich echt einfach nur sad bin. So, jetzt sind wir bei 30% frisch angelangt bei den Reifen. Also, eigentlich doch perfekte Boxenrunde.
Sauber. Keep pushing. Bruder, was für Linien fährt er denn? Die sind auf Mediums, die dürfen glaube ich nicht durchfahren. Ich hole ihn dann einfach in Runde 40 oder so rein. Noch ist er in Runde 39. Gleich ist halt... Also wenn ich ihn in der nächsten Runde reinhole, ist es in Runde 40. Wie nicht durchfahren. Naja, die hatten vormit, glaube ich, beide Male Medium jetzt drauf. Beziehungsweise sagen wir es so, selbst wenn sie auf harten gestartet sind, dann sind sie so früh auf Medium gewechselt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie durchfahren können. Aber würde mich sehr wundern, wenn die durchfahren könnten jetzt. So, einfach sehr viel Fuel saven jetzt hinter den Leuten. Haben da die Räder blockiert? Sehen wir mal, was da passiert ist. Sieh mal einer an. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verbrannt. Da! Ja, die Räder blockieren. Das ist ein herber Schlag für das Team. Die Räder blockieren und der Wagen fährt geradeus. Du auch? Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Und schon blockieren die Räder. Das hätte fast das komplette Aus bedeutet. Ey. Checos erster Stint war soft. Ah, okay, die hatten soft. Okay, krass. Warte mal, dann... Theoretisch könnten die durchfahren. Also Ricardo könnte halt viel härter pushen, aber ich lasse ihn einfach nicht pushen. Ach warte mal, das ist gar nicht Perez davon, das ist Verstappen. Lol. Wie finde ich den Schwierigkeitsgrad bis jetzt? Ehrlich gesagt recht adäquat. Also nicht zu easy, nicht zu schwer. Schon wieder Joe in Kurve 3. Man kann den Schwierigkeitsgrad einstellen. Nope. Die Frage war wahrscheinlich nach dem allgemeinen Schwierigkeitsgrad. Seit wann reden wir hier so geschwollen? Das klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber ich find's auch lustig, dass die Leute sich über so einen... Also über meinen Sprachgebrauch... Also ab Folge 3, wer sich in der Alpine-Karriere da über meinen Sprachgebrauch beschwert,
weil der doch viel zu gehoben sei und dementsprechend aufgesetzt sei, denke ich mir, vielleicht, also nicht alles, was du vielleicht nicht auf Anhieb verstehst, ist gehoben. Vielleicht ist das Problem woanders zu verorten, auch wenn es jetzt erstmal gemein klingt. Oh, und das ist ein Unfall. Oh Gott! Sehen wir uns die Wiederholung an. Jetzt sehen Sie sich das an. Sieht nach Ankunft. Eine eindeutige Kollision. Das ist sehr bedauerlich. Kirby, danke für den Prime Server der 26. Schönen guten Abend, Dave. Moin Moin. Das ist lustig, weil ich empfehle ja immer wieder Westworld und ich stelle mir dann immer vor, wenn jemand von denen, die sowas kommentieren, Westworld gucken würde, die würden doch nichts verstehen von der Serie. Die würden sich auch denken, hä, was labern die alle da? Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Nice! Sehen wir es uns an. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Boah. Turn 3 läuft bei ihm. Kann man mal machen, endlich. Und das, obwohl ich sogar gesagt habe, save ERS. Jetzt die 9 Sekunden zu Tsunoda bitte zufahren. Oh mein Gott, die werden tatsächlich nicht durchfahren. Dann saven wir mal ein bisschen was. Muss ich schnell an Verstappen nochmal ran. Norris kann's schaffen, Alter. Siegchance? Nee, Ferrari ist zu schnell. Wobei, andererseits, es ist Ferrari. Warten wir mal ab. Bin ich der Einzige, der findet, dass Ricardos Auto ein bisschen ungesund klingt? Ich mach mal kurz die Musik aus. Ich hab grad so ein krasses Déjà-vu. Ocon ist trotz Crash noch vor Ricardo. Norris. 25, 22, 21 Sekunden vor Verstappen. Wir können uns zurücklehnen eigentlich. Bro, warte mal, was? Ich wollte gerade sagen, das ist das Intervall und die haben alle jeweils 50 Sekunden Abstand. Das wäre crazy gewesen. Ricardo wird gleich von Norris überrundet. Bei einer abgelaufenen Runde war Ricardo jetzt nicht viel langsamer. Und Tobi, vielen Dank für den dritten mit Prime. Hab gerade in meiner ersten McLaren-Saison in F1 22 in Kanada gewonnen. GZ? Nice one. Ach, in F1 22, nicht Manager 22. Aber auch gut. Jetzt ist Norris 7 Zehntel langsamer. Ja gut, ich save jetzt auch gerade mit Norris, ne? Achtzehn Sekunden etwa.
Komm, mit Ricardo kriegen wir sonst nichts an Punkten raus. Die Räder haben wohl blockiert. Oh, Joe hat einen Fehler gemacht. Da ist Ricardo vorbei. Come on, Mate. Schließ die 3 Sekunden zu Tsunoda. Tsunoda und Gasly holen. Das ist drin. Und vielleicht scheidet vorne noch einer aus. Don Knorr, vielen Dank für den 2. Macht Fun, dir zuzusehen. Ehre. Merci. Wird close am Ende? Nee, das mit Norris wird nicht close. Norris hat haze-technisch keine Gefährdung mehr von hinten. Gasly an der Box. Ricardo noch 1,5 Sekunden hinter. 2 Sekunden hinter Tsunoda. 1 Sekunde. Die Räder haben wohl blockiert. Nice. Weiter pushen. 13 Sekunden Rückstand zu Ocon. Vielleicht geht da ja noch ein Punkt. Norris vorbei an Joe. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Das Ding ist halt, an für sich sieht die Pace von Ricardo halt nicht so schlecht aus. Der ist nicht viel langsamer jetzt als Norris. Also Norris schließt halt die Lücke nicht wirklich gerade. Ich meine, gut, mit Ricardo pushen wir auch gerade heftigst, aber... Da blockieren die Räder. Wir haben noch 13 Sekunden nach hinten. Ja, das reicht für die verbleibenden 6 Runden noch. Nein! Sehen wir uns das mal an. Sehen Sie sich jetzt den McLaren an. Sofern bitte sei nicht eingeschlagen. Das kostet wertvolle Zeit. Das Team ist am Boden zerstört. Sie werden sich fragen... Kein Einschlag, 7 Sekunden noch Vorsprung. Die Räder blockieren und ist egal. Aber in Spanien machen echt viele ordentlich Fehler, ne? Es sind ja nicht nur unsere Jungs, die viele Fehler machen. Wir hören das ja die ganze Zeit, wie oft hier gerade irgendwelche Verbremser und so sind. Just be careful with this tire. Yeah. Es geht jetzt in die letzte Runde, Leute. It's famous, das ist tatsächlich gerade nur in Spanien, dass die so enorm viele Fehler machen alle. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Das klingt halt nicht wie Charles Leclerc, was er gerade gesagt hat, sondern wie was anderes. Ich habe da beim ersten Mal, als er das gesagt hat, Scheiß Leclerc rausgehört. Sehr geehrte Damen und Herren, Podium! That is the checkered flag. Yes! Still a good result. Good points. Erstes Podium! Great job. 40 Sekunden am Ende hinter Sainz, aber es ist das Podium mit Norris. Oh. Junge, wie der am Anfang schon einfach gepusht hat. Und wie er einfach durchgeflogen ist und... Daniel, wir müssen reden. Aber erstmal Podiumszeremonie.
Ja, jetzt kommen nicht exakt dieselbe Animation wie sonst, oder? Ja, freuen die sich so auch, wenn die Sonne nicht jetzt aufs Podium kommen? Keine Ahnung. Norris einfach Podium. Rein! Wahr gewordener Traum für alle Beteiligten. Nach so einem grandiosen Rennen. Okay, das bei Charles Leclerc sah echt weird aus gerade. Holy moly, ey. Alter, das sah gerade wirklich, 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 wirklich weird aus. Alter Falter, ey. Moin, Mami. Alter, Charles Leclerc einfach mit dem. So, sehr geehrte Damen und Herren, Fahrerwertung, Norris, weiterhin auf P9, okay, ist in Ordnung. Charles Leclerc, oder wie der Kommentator hier sagt, Scheiß Leclerc, ist eine Position nach vorne gerückt, vorbei an Max Verstappen. Bei den Konstrukteuren ist McLaren einen Punkt noch hinter Alpine, das heißt, wir sind einen Punkt von unserer Zielposition entfernt. Nice one. Ein Entwicklungspunkt bei Ricciardo. Ja, wo ist Fehlerfreiheit? So, Windkanal. Besucherzentrum. Frontflügel abgeschlossen. So. Die Erwartungen werden übertroffen, zumindest vom letzten Rennen. Mit den Rennleistungen sind sie glücklich, auch wenn wir unterm Ziel sind. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber nice. Alter, Podium, Digga. Podium. Erstes Podium. Unfassbar. Da sind wir echt gut unterwegs, ey. Heiliges Kanonenrohr. Lando Norris hinter Carlos Sainz und Scheiß Leclerc, Alter. So. Reibungslosigkeit, Kontrolle, Genauigkeit. Zwischenfälle zu verhindern. Alter, 95 bei Norris. Alter Falter, okay. Wait, was war fertig produziert jetzt? Ach, Frontflügel gefertigt. Ja, wir brauchen jetzt noch mal ein, zwei Frontflügel. Oder? Machen wir zwei Stück nochmal. So, entwerfen. Gehen wir mal auf ein neues Chassis. In 35 Tagen haben wir wieder neue ATR. Das heißt, wir entwickeln mal 2,4 Stunden hier dran. Und wir machen mal sehr viele Windkanalstunden auch rein. Fünf Ingenieure ballern wir hier rein. Neues Chassis wird entworfen. Perfekt. Weiter. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Dann geht's nach Monaco, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin mal gespannt, wie es da läuft. Ah, für die Leute auf YouTube, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn das ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne aber auch so bei nächster Weise. Bis zum nächsten. Ciao.